Es ist nicht zu schaffen. Posteingangsstelle an Deutschlands größtem Sozialgericht in Berlin. Hartz IV klagen im Akkord. Im vorigen Jahr waren es wieder über 30.000 Neueingänge. Hartz IV-Empfänger klagen gegen Leistungskürzungen vom Jobcenter oder dass ihnen zu wenig Miete gezahlt wird. Richter wie Markus Howe kommen nicht hinterher. Es frustriert ihn, dass er gerade die vertrösten muss, die ganz wenig haben. Es ist auch bedrückend, wenn man den Leuten schreiben muss, ihr seid noch nicht dran, wir haben so viel ältere Verfahren, die erst abgearbeitet werden müssen. Bitte geduldet euch. 40.000 unbearbeitete Fälle, ein Berg, der immer weiter wächst. 72 Richter sind hier ausschließlich mit Hartz-IV-Klagen beschäftigt. Manch einer wünscht sich weit weg von der deutschen Realität im Sozialstaat 2012. Die Klagen haben gute Erfolgsaussichten, weil schwammige Rechtsvorschriften zu Fehlern bei den Jobcentern führen. Meinem Eindruck nach sind rund die Hälfte der Fälle für die Kläger erfolgreich. Nicht, dass immer voll gewonnen wird, aber an der Sache was dran war. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der uns zu denken gibt. Das Sozialgericht inszeniert seine Bilanzpressekonferenz wie eine Gerichtsverhandlung. Angeklagt ist der Gesetzgeber. Die Präsidentin kreidet an, die Jobcenter machen Fehler, weil die Gesetze unklar sind. Die Überforderung der Jobcenter führt zur Überlastung der Gerichte. Die Zeche zahlt der Steuerbürger und das ärgert mich. Ein paar Türen weiter zur selben Zeit, eine typische Hartz-IV-Gerichtsverhandlung. Eine Frau will gegen gekürzte Mietzahlungen vom Jobcenter vorgehen, in diesem Fall erfolglos. Aber Jens Blaske, der das Jobcenter hier vertritt, räumt ein, Bearbeitungsfehler passieren immer wieder. Wir reden hier von Massenverwaltung. Auf Deutsch, Fehler liegen im System. Die Gesetze sind wirklich zum Teil mit sehr vielen unbestimmten Rechtsbegriffen durchsetzt, wo es der Verwaltung auch schwierig gemacht wird, das auf den konkreten Einzelfall wieder umzusetzen. Daher weiter Klageeingang im Minutentakt und zumutbar für die Menschen, deren Schicksale in den Akten stecken, und für die Bearbeiter dahinter.